Dies ist der Mond und dahinter kommt die Sonne und die Erde zum Vorschein. In diesem Video möchte ich untersuchen, was passieren muss, damit wir von der Erde aus eine Sonnenfinsternis oder eine Mondfinsternis beobachten können. In diesem kleinen Experiment möchte ich einmal Sonnen- und Mondfinsternis demonstrieren. Dazu habe ich, diese gelbe Kugel ist die Sonne, das soll die Erde darstellen, mit Blau, Grün und Weiß sind hier die Pole und diese kleine Kugel ist der Mond. Damit man jetzt auch was sieht, würde ich die Sonne ersetzen durch eine Taschenlampe. Und zwar schraube ich hier absichtlich den Deckel ab, damit ich eine Punktlichtquelle habe. Ja, da muss man noch viel schrauben. So. Und jetzt, wenn ich hier zum Beispiel Sonne spiele, ich halte das mal ein bisschen außerhalb der Kamera. So am besten. Dann sieht man sehr schön, dass die Erde zur Hälfte angeleuchtet ist. Man sieht aber auch, dass der Mond zur Hälfte angeleuchtet ist. Das heißt, wenn ich jetzt von der Erde gucken würde, sehe ich einen halb angeleuchteten Mond und einen, ja, den Rest sehe ich ja nicht, der ist dunkel. So, jetzt gehe ich her und jetzt bräuchte ich eigentlich zwei Hände. Dreh mal hier ein bisschen. Die Erde dreht sich, das heißt, es wird Tag und Nacht und Tag und Nacht. Also, wenn ich mir zum Beispiel jetzt hier einen Punkt aussuche, da ist es jetzt gerade Morgen. Jetzt ist es Mittag, wenn ich jetzt hier bin, genau der Sonne gegenüber. Und jetzt wandert die Stelle auf die dunkle Seite. Aber es ist nicht das Einzige, was wandert. Der Mond wandert auch. Und wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen die Sonne bewege, kann ich sehen, ich habe hier den Mond und der Mond macht einen Schatten. Und zwar einen Schatten auf die Erde. Jetzt sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Hier ist so eine dunkle Stelle auf dem Blauen. Das heißt, der Mond ist jetzt zwischen Sonne und Erde. Und das bedeutet, dass wenn ich jetzt auf der Erde genau in dem Punkt bin, der jetzt sozusagen im Kernschatten des Mondes liegt, dann habe ich eine totale Sonnenfinsternis, weil ich sehe ja die Sonne nicht mehr. Ich kann das hier nochmal demonstrieren, wenn ich hier das dazwischen halte. Hier sieht man sehr schön den Schatten des Mondes, der fällt auf die Erde. Und wenn ich, wie gesagt, im Kernschatten des Mondes bin, habe ich eine totale Sonnenfinsternis. So, jetzt geht's weiter. Und so Tag und Nacht, die Erde dreht sich, der Mond umkreist die Erde. Und wenn ich jetzt lang genug drehe, ja, man sieht schon, der Mond ist irgendwie nicht mehr so gut zu sehen. Naja, wenn ich hier dahinter gehe, sehe ich den Schatten der Erde. Und in diesem Schatten der Erde ist der Mond. Das heißt, ich habe jetzt eine sogenannte Mondfinsternis. Und auch da gibt es, weil die Sonne ist ja keine perfekte Punktlichtquelle, einen Kernschatten
und einen Halbschatten. Und wenn der im Kernschatten ist, habe ich praktisch die totale Mondfinsternis. So, jetzt könnte man noch ein bisschen weiter drehen. Ja, und jetzt sieht man so ein bisschen, wie der Mond sozusagen hinter der Erde hervorguckt. Das heißt, da geht sozusagen die Mondfinsternis zu Ende.